Jo Leute, und damit herzlich willkommen hier zum neuesten und mit Abstand krassesten Scammer wurde gescampt Video, welches es je auf meinem Kanal gab. Leute, es ist einfach unnormal, was in diesem Video passiert ist. Es waren einfach so Typen im Global Chat, die haben halt so angeboten, ich gebe 10 Euro für eine Totengräber, also Paysafe Card so. Und darauf bin ich aber dann natürlich angesprungen, weil es schon so Scammer-mäßig klingt. Und das hatte ich aber leider nicht mehr ganz in der Aufnahme, sondern nur so ein Teil, das seht ihr dann ja gleich. Es gibt aber trotzdem so viele Beweise, die haben davon erzählt, wie sie andere Leute und so gescammt haben. Also schaut euch einfach das Video an. Wer da noch erzählt, dass das keine Scammer waren, da weiß ich auch nicht. Also ich würde sagen, das ist bisher auf jeden Fall das Krasseste und Eindeutigste. Und zudem hat er mich dann später noch bedroht und so weiter. Also es war schon dann noch relativ lustig. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ihr drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Alter! Der sagt einfach, also ich bin so reingegangen, ne? Ja, die so, ja, safe hier, gib mir 130 und 106er Totengräber, aber du musst first geben, ne? Ich so, ja, Junge, wie sehe ich aus, wie behindert? Also ihr habt ja alles gehört. So, und jetzt, ja, eigentlich bist du korrekt, ich wollte dich eigentlich gerade scammen, ne? Vor allem, ich hab alles auf Aufnahme. Junge, der wird jetzt so gescammt. Soll ich den scammen? Schröder, soll ich den scammen? Ja. Okay. Ey, fick deine Mutter, Sturmschild, geh mal in eine normale Mission rein. Ich muss eh noch ein paar Gegner killen. Noch. Hier nee, es geht keine Mission momentan. Ja, es funktioniert jetzt doch. Bin einfach auf die Asien-Server gegangen, da geht's. Also muss er aber auch machen, ne? Auf Asia stellen. Ja, dann geht's. Oder wenn, nee, wenn du in deinem Sturmschiff bist, dann geht's. Also, du könntest jetzt dann joinen, was geht. Ja, wo ist denn jetzt dein Freund hin? Keine Ahnung. Sofort! Ja, scammt ihr denn aber immer so Leute mit dieser Paysafe-Card-Masche? Nein, das ist gut, was der gemacht. Dann hat er nochmal so einen extra Beweis. Wie bitte? Wir machen so, okay. Sagen, okay, Habibi. Blablabla, wir reden erstmal so, blablabla. Und dann sagen wir, okay, wir traden dies, das. Und weil ich auf englischen Servern spiele, halt, you know what I mean? Ja, ja. Halt alle behindert, no joke, die sind behindert. Ich habe einen gescampt, okay? Um eine 58er Totengräber oder so, keine Ahnung. Und da hat er gesagt, nein, gib mir die Totengräber wieder. Ich join ihn so nach. Ich so, okay, ich gebe dir die Totengräber für 2 Waffen. Also nein, ich hab dir schon die Totengräber gegeben für die Nocturne. Ich so, gib mir 2 Waffen. Er so, okay. Ich so, gib mir erstmal die Waffen. Er so, aber erst nur eine. Er gibt mir einfach die Waffe, okay, ich geh weg. Alter, mies. Besser. Ja, aber. Bitte. Aber. Vertrau. Kann man nichts machen. Rett die Welt. Vertrau niemand. Okay, bin wir da. Hallo? Ja, die Muschi lief einfach, was ein Fotze. Okay, warte, ich lade dich noch mal ein. Hallo? Ich vertraue. Ey, ich muss kurz an meinen Sturmschild, ich brauche Vorricht. So, dann mach ich den schon mal auf. Oder warte, sag, was du jetzt willst. Was hast du? Wo ist dein Sturmschild? Das hier unten, komm. Warte, komm zu mir. Bin noch immer so. Da. Warte, was willst du jetzt doch mal? Was hast du noch mal alles? Also ich will glatte hätte ich gerne. Ja. Weiß nicht, was hast du sonst noch? Glatte, robuste, rotierende, beschwarzes, pechschwarzes, aktive, Obsidian, Sonnenstrahl, Schattensplitter und Malachit. Schattensplitter wäre noch nice. Du hast doch schon, wie viel hast du? Irgendwie 98, aber die farm ich halt gerade momentan. Ich habe 68, Digga, ich brauche meine auch, sorry. Brauchst du alle davon?
Ja, ich habe eine 69. Und was hast du an guten Waffen? Was? Was hast du so an guten Waffen? Also Totengräber, 106er Hydra, 482er Blackscars, 43er Kübiswerfer. Ja. Wie viel waren die Totengräber? 106. Ja, die gebe ich nicht her, ich kann dir nur die 82er geben, weil ich will selbst Totengräber. Okay, warte. Dann kann ich eben den Weg finden. Hier. Dann würde ich, glaube ich, so eine Nocturne oder so nehmen. Die Totengräber würde ich nehmen. Die Hydra hätte ich Interesse. Wenn, gibt's Hydra. Die? Hydra ist stetiger, die habe ich mit ganz viel Stolz gescannt. Alles klar. Ist Nico, du kannst, ja, kannst uns auch sagen, leg da mal so irgendwie, Max, ja, keine Ahnung, leg da alles hin, das nehme ich schon mal alles und dann... In die Hand. Ja, weil ich vertraue dir eben auch mal, weil es ist eh nicht so gut wie die, aber naja, kann ich schon mal so sehen. Okay, die ist komplett voll. Ja, die ist low. Ey, warte mal, ich hab voll viele 82er, tschö, welche war deine? Nein, die war richtig low von Haltbarkeit. Die? Okay. Ja, müsste passen. Okay. Okay. So, also... Ey! Was, lass das kaputt machen, lass das kaputt machen. Ey, mach's doch einfach auf. Nein, kaputt. Warum? Weil Stein Arschloch ist. Aber das... Oh, das kostet immer so viel. Holz ist scheiße. Nee, das ist besser. Warum ist das besser? Weil es besser ist. Hä? Nein, es ist besser. Jetzt will ich wissen, warum. Jetzt musst du mir erklären. Erkläre ich dir später. Nein, jetzt. Ich zeig dir den kleinen Trick gleich. Ach, ich kann sich hier das Fenster backen, oder was? Nein, so nicht. Dann ich mach wieder Stein. Nein! Warte, ich will jetzt kurz zeigen, dann helfe ich dir bestimmt. Okay. Geht nicht. Leg mal eine Totengräber. Ich leg mal meine Ska. Nee, nicht eine normale, leg eine Blick Sky. Ich geb diese wieder. Ich hab dir auch mal eine Hydra verkauft. Ja, ich leg. Das macht ja nichts. Ist ja nicht zur Sache. Oder ich lege einfach irgendwas mal hin. Es tut ja nicht zur Sache, was ich hinlege. Du kannst dir den Trick ja trotzdem zeigen. So, hinten mir ist jetzt eine Waffe und dann. So kann man ja echt nicht gut bearbeiten. Das geht echt nicht. Kannst du gern selbst gleich gucken. Und dann machst du. Dann machst du. Und dann. Ah. Dann? Dem Rhythmus kann man nicht entkommen. Ja, okay. Deswegen lass hier immer Holz, kannst du besser scammen. Ja, ich scamme eigentlich nicht. Egal, jetzt schon. Ach, guck mal Level, guck mal Level. Warte, mach hier Stein, sieh cool an. Sieh cool an, sieh cool aus. Guck mal Level, sag guck mal Level. Sieht. Ja, du bist ja auch gleich ins Level wie ich, ne? Ist ja schon. Welche Missionsseite bist du? Weiß ich nicht, 7 oder so. Genau 7. Also 130er Nocturno gegen 382er Nocturnos. Okay. Ja. Ja, willst du schon mal einfach hinlegen oder machen wir gleich alles zusammen? Hat dieser Typ hier Blackscars? Der ist schon gelieft, aber nein, der hat den nicht, leider. Also ja, doch, der hat welche, aber nicht als Skizze. Kannst du ja gleich sehen. Ja, okay, dann skizze. Ich sag dir einfach, dass du dann korrekt bist und dann passt schon. Also, sag ihm, der schenkt auch manchmal Sachen zu Frick. Ein Ehrenmann. Aber der schenkt dir dann vielleicht so ein paar Sachen. Also bevor du ihn dann scammen möchtest, musst du ihn dann so erst so fragen, ob er dir so vielleicht Hydra oder so macht. Weil wir sind so Ehrenmann-Bande, wir schenken eigentlich immer so. Deswegen, magst du, kennst du den Relive? Ja. Nee, kenn ich nicht. Magst du den Arc? Oder geht's? Ja, also ich spiel mega viel mit dem, dann sag ich einfach, dass du nicht wusstest so, ne? Ich bin ja auch so ein bisschen korrekt so. Okay, also. Ich wollte ja nur sagen, ich würde mir auch egal. Jetzt gibt Baurechte quasi. Ja, chill. Du mir nicht glaubst, komm her und guck dir die Och, Mann, also. Ich hab nichts zu verheimlichen. Also, okay, und dann würdest du deinen 106er Hydra noch drauflegen, wenn ich dir dafür der zwei. Du hast doch 106er Totenkrieger, scammen ja, ich weiß. Zusammen. Komm, wir scammen dir sein ganzes Inventar. Ehrenaktion. Ja, okay, kann man gleich machen. Ja, kann man gleich machen. Ja, okay, dann gebe ich dir noch eine 82er Hydra. Ja, und legst du noch deine 106er drauf, wenn ich dir meine 82er Totengräber gebe?
Noch dazu 106er, zu der 130er. 106er Totengräber. Nee, 282er Totengräber gegen eine Hydra 206. Okay. Okay. Oder nee, 106er. Wie? Also 100, ja okay, 106er Totengräber. Oh, 182er, komm. Oder hast du eine 58er? Nee, leider nicht. Nee, leider dann nicht. Egal. Komm, wegen meine Hüter, da wurde noch nicht einmal damit geschossen. Ja, komm, ist in Ordnung. 206er, eine 82er. Ja, okay, komm. Junge, du übertreibst den Preisen. Aber dann musst du noch 50 glatte drauflegen, sonst nicht, Alter. Ja, Bruder. Aber dann, warte mal, was bekomme ich? Und noch diese eine Waffe haben wir doch noch gesehen. Ah ja, die Windattack, die machen wir dann noch gleich. So, weil ich will so viel traden, ne? Mein Inventar ist so überfüllt. Okay, ja, Junge. Okay. Warte, ich schreibe nochmal. Ja, warte, ich schreibe nochmal gleich, weil ich will erstmal jetzt hier fertig traden. Und dann noch scannen wir sein ganzes Inventar. Okay. Sehr gut, der ist schon wieder rausgeliefert. Was würdest du noch so für die Windattack geben? Du musst dir vorstellen, die ist nur 130er Black Scar wert. Das würde ich noch geben. Das würde ich noch geben. Mehr kann ich nicht, du hast mich pleite gemacht. Okay, noch ein bisschen Malachit oder so. Ein bisschen Erze. Du hast 1000 Malachit, Alter! Ja, Malachit braucht man immer. Hier, 4 Energiezellen, 6 Robuste, 3 Malachit. 21 rotierende. Willst du noch meine Arschhaare haben? Noch die 58er Black Scar, dann mach ich. Oh! Komm, noch eine 58er. Ich bekomme 4 Waffen von dir. Und du von mir 88 Waffen. Ich hab noch 133 Schrauben. Ich brauch keine Schrauben, ich bin komplett voll mit Schrauben. Dann kannst du mir mich abdrücken. Warte, was wolltest du noch mal? Keine Ahnung, einfach noch eine 58er Black Scar oder so. Ich hab dann keine einzige Black Scar mehr für mich. Ja, dann behalte halt. Warte, dann irgendwas anderes, was würdest du noch so drauflegen? Digga, so. Ich bin Ehrenmann, sein Vater! Ja. Gib dir das mal! Okay. Ich überleg grad. Aber ja, sieht gut aus, das Angebot. Scammer wurde gescammt. Alter Maul. Junge, du willst meinen Freund scammen? WTF? Hast du nicht gemacht. Ey Junge, sonst scannst du weiter, das ist dann mies für alle anderen. Das ist so eine ich hab meine Mutter, ich scann dann nicht mehr, aber mach doch jetzt nicht so, Digga. Ja, das sagt jeder, dass sie dann nicht mehr scammen. Das ist schon bitterböse dann. Ja, nee, gut, Digga. Scheiß Scam, what the fuck. Warte, darf ich mal meinen Freund, ich rede die ganze Zeit noch so parallel über Discord, darf ich den Matthias holen, dann können wir vielleicht austeilen. Dann geben wir dir vielleicht noch so die Hälfte zurück oder so. Ja, Junge, was willst du denn meine Freunde scammen? Also, das ist überhaupt nicht korrekt. Du machst gerade mega falsch. Er wollte mich scammen. Ja. Ja. Ach, was. Hey, Schröder, komm mal jetzt. Auch, ne? Du weißt, dass du mit Mike reden. Er wollte mit mir dein ganzes Inventar scammen, Schröder. Entweder reden oder keine Waffen. Ja. Du redest hier mit dem Zigeuner, nicht mit irgendeinem normalen Jungen. Ja, Nico, du musst mal eine neue Party machen. Keine Waffen, die ist das. Digga, du musst mal eine neue Party machen, ich kann nicht beispielen. Ich muss nur diesen alten Wichser. Wen? Oder wäre ich die ganze Zeit gekickt? Noch deine Freunde, nicht meine. Wen ich hochmoven soll. Von wem? Von den beiden. Ja, Gott Schröder, move den mal hoch. Wer ist Gott Schröder? Ich auch, meine. Oder ich weiß nicht, wie der heißt. Kenny oder so. Doch, ja, Kenny bin ich. So wie ein Game. So. Hallo? Okay. Yeah. Und Momentum auch da, aber gleich. Warte, ich mute mich eben kurz Discord-Mode, bis gleich. Was geht denn bei dir? Er droht mir die ganze Zeit mit seiner Familie. Ey, was geht denn bei dir? Nix bei dir. Warum willst du mich scammen, Digga? Ich bin Level 60. Na und? Mein ganzes Inventar. Richtig ehrenlos, Junge. Warum? Warum nicht? Ja, was bringt es dir denn zu scammen? Hast du ja gesehen, wohin das geht. Ja, das bringt nichts, weil... Ja, im Endeffekt hast du jetzt nur Sachen verloren. Nein, nein, nicht mehr lange. Wieso? Weil ich eure beiden IP, also von Nico nicht, aber deine IP habe ich. Was willst du mit der machen? Ich bin Neigert, Depp, ich bin Zigeuner. Weißt du, was wir mit euch machen? Hackfleisch, Bruder, jetzt. Ja, und was willst du denn mit meiner IP machen? Ich finde dich, aber du wohnst. Keine Ahnung, ja, wie genau funktioniert das? Du warst ja meine IP, da müsstest du es ja wissen. Ja, ich muss meinen Cousin fragen. Ey Nico, ich hab jetzt auch seine IP. So, ich hab jetzt auch seine IP. Die 282er Black Scar, eine, gib mir eine 100. Warte, ich muss kurz eine Minute, ich muss kurz Dings hier. Warte ganz kurz. Woher hast du die IP?
Ich? Ja? Er hat auf den Link geklickt, den ich ihm geschickt habe. Du hast ja gesagt, du musst. Nein, erst wenn wir reden. Erst wenn wir alles geklärt haben, ja, dann können wir so lange reden. So. Wir machen so, wie wir es abgemacht haben. Wir traden ganz normal und fertig. Ich wollte mit dir ganz normal traden, da brauchst du jetzt nicht mit Scam zu kommen irgendwie. Ja, aber schau mal, ne? Meine Sachen sind nicht gescammt. So, mit mir war es jetzt auch korrekt, ne? Will ich heute gar nicht sagen. Das stimmt doch, dies, das. So, und deswegen, normalerweise gebe ich Scammern gar nichts. Und ich würde dir sogar noch eine 106er Totengräbe einfach so noch jetzt geben. So, einfach weil, so? Ja, weil du noch andere Leute scammst. Alter, Digga, das ist gar nicht korrekt. Und das ist dann so eine kleine Strafe. Dann kriegst du noch so eine richtig krasse Waffe, die übelst selten ist. Für die kriegst du bei richtig vielen Leuten das, was du mir jetzt gegeben hast. So, ne? Und dann sind so ein bisschen alle glücklich so. Hast du so ein bisschen deine Lektion? Die ist das. Das ist für so ein bisschen meine Lektion. Und ich würde dir jetzt noch anbieten. Ich würde dir jetzt noch einen 106er Totengräber dafür geben. So als kleine Entschädigung. So, dann haben alle so ein bisschen daraus gelernt. Du hast eine mega frische neue Waffe. Ich habe dir auch keine so extrem krasse Waffe irgendwie abgezogen. So, die ist, ja, Nocturno ist halt. Dann gib mir wenigstens meine Hydra noch. Ja, no, dann ist es ja sozusagen alles. Hey. Neko, das macht doch keinen Sinn. Was? Wenn du ihm das jetzt wieder zurückgibst, wird er richtig beleidigend und so safe wollen. Nein, Digga! Ich würde doch sogar mit ihm chillen, wenn er ganz normal traden würde. Ja, das kannst du ja jetzt. Guck mal, deine Hydra will ich noch zurückgeben, sagen wir mal so. Deine Hydra, also, aber dann nur die Hydra. So, die will ich dir zurückgeben. Die Hydra noch eine 106er Totengräbe. Willst du noch einen Kaffee dazu? Kuchen. Digga, Nico, guck mal, was er hier die ganze Zeit abzieht. Warum wird ihm denn seine Sachen wieder geben? Ich will ihm ja nur eine Sache. Ich hab doch Entschuldigung schon gesagt. Ja, war ich dabei? Guck mal, ich will dir auch eine Sache geben, so. Ne, du kannst jetzt sagen, entweder du willst sie nehmen oder du willst immer noch hier die Masche abziehen, wir kommen zu dir nach Hause. Ich hab doch schon gesagt, gib dir mir einfach meine ganzen Sachen, ist alles beendet, wir vergessen alles und jeder geht sein Weg. Ja, aber fertig. Guck mal, wir wissen beide, dass das nie passieren wird, was du uns hier erzählst. Das wissen wir doch beide. Also, willst du die Waffe jetzt haben oder nicht? Du kannst die Waffe jetzt noch haben, alles cool. Oder du kannst die Waffe nicht haben, auch alles cool. John, so, Knock oder Trommelwirbel? Kannst dich entscheiden, was willst du? Knock. So einen kleinen Trostpreis gebe ich dir noch. So Leute, das war es dann auch schon wieder mit diesem Video. Wie ihr gesehen habt, ich habe ihm sogar noch eine Waffe zurückgegeben, obwohl er halt die ganze Zeit diese Show da abgezogen hat, was er eigentlich schon ziemlich aufgeregt hat. Aber ich fand es dann doch ein bisschen krass, weil das waren schon echt richtig viele gute Waffen. Und deswegen habe ich ihm dann zumindest noch eine Black Sky hinterlassen, ein paar glatte. Ich hoffe natürlich, wie gesagt, euch gefällt dieses Video. Wenn ja, drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Part. Teilt das Video auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat. Und ja, zeigt es euren Freunden, damit sie halt vor solchen Scammern so ein bisschen geschützt werden, dass sie halt nicht auf diese Masche reinfallen. Und ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao.